Herzlich willkommen wieder zu unserer Streitsendung Brinkt man Asmuth auf TV Berlin. Und Sie wissen, das ist eine Streitsendung, in der wir beide Moderatoren selten einer Meinung sind. Das ist Gerion Asmuth von der Taz. Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir haben heute eingeladen den Fraktionschef der Berliner SFDP im Abgeordnetenhaus, Sebastian Schreier. Herzlich willkommen. Sie haben die Wahl gewonnen, nur mit einem einzigen Slogan: Tegel muss offen bleiben. Mhm. 82.000 Berliner, glaube ich, so viel waren es, haben Sie gewählt deswegen. Und klappt's nun, wo Sie im Parlament sind? Natürlich nicht, um Ihnen gleich dagegen zu sprechen. Meine Herren, jetzt geben Sie mir doch erstmal die Gelegenheit, ein, zwei Worte zu sagen. Das Wort. Sie sind noch nicht dran, Herr Kollege. Insbesondere bei diesem Zukunftsthema für Berlin. Das ist Vergangenheitsthema der Flughafenthemen. Sollten wir sehr ernsthaft bleiben, denn in der Tat, die Freien Demokraten in Berlin wurden von 110.000 Wählerinnen und Wählern gewählt. Eins der Hauptmotive war auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit dem Flughafen Tegel. Wir werden Wort halten und werden deshalb im Sinne aller parlamentarischen Möglichkeiten, die wir haben, aktiv werden, um weiterhin dafür zu kämpfen, den Flughafen Tegel offen zu halten. Jetzt machen Sie es doch mal konkret. Was sind denn diese Schritte? Naja, also der erste parlamentarische Schritt ist natürlich, ein Gesetz einzubringen, was dann auch zur Diskussion und zur Abstimmung steht. Das werden wir tun, wo wir die ganze Frage auch des Luftverkehrs in Berlin ordnen wollen. Ganz klar auch mit der Aussage, wir brauchen einen zweiten Flughafen, der Tegel heißt, um auch das drohende Verkehrschaos für den Berliner Straßenverkehr abwenden zu können, und viele weitere Gründe, die ja dafür sprechen. Und wir werden zum anderen das Volksbegehren, daran will ich noch mal erinnern, was wir ja initiiert haben im Dezember 2015, weiter drehen und werden in die zweite Phase eintreten. Ich gehe davon aus, dass das noch in diesem Jahr passieren wird. Mitte, Ende November werden wir ganz sicher in die zweite Phase eintreten können und dann zusammen wieder mit den Berlinerinnen und Berlinern sammeln, 174.000 Unterschriften bis dann Mitte März, um dann am Ende des Tages eine Abstimmung zu haben, parallel zur Bundestagswahl. Da brauchen Sie aber 625.000. Die werden Sie verlieren, das kann ich Ihnen jetzt schon prognostizieren. Die Abstimmung werden wir verlieren. Sie sind ja ein energischer Tegel-Gegner. Was ich bei der ganzen Kampagne überhaupt nicht verstanden habe: Sie sind im Wahlkampf immer mit dem Slogan angetreten, Zeit für das nächste Berlin. Genau. Und dann ist Ihr zentraler Punkt tatsächlich die Vergangenheitsbewältigung von Tegel. Das ist ein oller, kleiner Flughafen, der extrem viele Berliner mit Lärm belastet, der sicherheitstechnisch wegen der Landebahn in der Innenstadt extrem gefährlich ist und so weiter. Der Fortschritt liegt da draußen in Schönefeld. Okay, wir haben ein technisches Problem da und es ist irgendwie ziemlich viele Fehler passiert bei dem Bau. Das wird jetzt dann in ein, zwei Jahren hoffentlich irgendwann mal fertig sein. Tegel brauchen wir nicht. Also wenn Sie eins nie von uns gehört haben, dass wir BER in Frage stellen. Für uns ist es wichtig, BER weiterzubauen und zu eröffnen. Okay, wäre auch schön blöd. Aber wir wissen auch, dass der Flughafen BER eine Kapazität, also geplante Kapazität von 22 Millionen Passagieren hat. Mit Ausbaustufen, die vorgesehen sind. Mit Ausbaustufen, ja. Lassen Sie mich ruhig aussprechen. Ja. Aber am Ende, selbst wenn Sie alle Ausbaustufen berücksichtigen, wird dieser Flughafen das Sorgenkind Nummer 1 der Hauptstadt bleiben. Er wird zu klein sein. Boah. Und deshalb haben wir genau das Thema Tegel in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt, weil Tegel das beste Beispiel dafür ist, wie der abgewählte Senat vorhatte, mit der Zukunft der Stadt umzugehen. Er will die Chancen verspielen. Naja, das ist ja nicht nur der abgewählte Senat, das ist eine langjährige, seit 15, 20 Jahren Beschlusslage des Landes Berlin in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg, in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Die sind sich alle irgendwie einig, wir wollen den Flugverkehr aus der Stadt heraushalten, weil es Lärm ist, weil es die Menschen belastet, weil es umweltschädlich ist und weil es ein Sicherheitsrisiko ist. Da können Sie immer noch sagen, das ist irgendwie bequem. Aber Sie sind doch auch jemand, der mit offenen Augen durch die Stadt geht und seine Umwelt auch. Genau, ich nehme den Luftverkehr im Norden Berlins extrem wahr. Und wird damit zur Kenntnis genommen haben, dass das, was Sie gerade alles ausgeführt haben, Grundlage war auf der Annahme, dass diese Stadt Berlin, wenn es denn mal richtig gut läuft für Sie, 30 Millionen Passagiere zu erwarten. Ja. Wir wissen miteinander, dass es im Jahr, dass es mittlerweile schon 32 Millionen Passagiere sind. Wir wissen auch, dass es im Jahr 2030 60 Millionen Passagiere sein werden. Das wäre ein extremes klimatisches Problem für die Weltlage überhaupt. Sie wissen überhaupt, dass es total gefährlich ist, den Flugverkehr überhaupt in diese Richtung zu fördern und auszubauen, weil wir einfach dann ein CO2-Problem etc. kriegen. Das ist totaler Wahnsinn. Wir haben ein ganz anderes umweltpolitisches Problem. Herr Schreier. Nämlich die Frage,
Ich will schon darauf antworten. Nein, ich wollte diese Diskussion jetzt eigentlich hier beenden. Aber das umweltpolitische Problem ist ein Ausweichflughafen Leipzig oder Hamburg, nicht ein Ausweichflughafen Tegel, weil sie viel mehr Kerosin betanken müssen und dadurch viel mehr zu bewegen haben. Wir haben alle diese Argumente im Vorwahlkampf erörtert. Es geht jetzt darum, ob sie im Parlament erfolgreich sind und mit der Volksabstimmung. Genau. Das heißt, wir müssen diese Argumente jetzt nicht alle wiederholen. Die haben wir, als sie das letzte Mal da waren, weil ich bin sowieso nicht mehr überzeugt. Natürlich nicht. Und sie werden auch die Mehrheit Berlins nicht überzeugen. Das sehe ich anders. Weil wir diese Argumente auch... Weil die Berliner zukunftsorientiert sind. Als ich beim letzten hier war, haben wir die alle ausgetauscht. Jetzt sind sie im Parlament. Jetzt werden sie im Parlament dafür kämpfen, dass ihr Wahlziel wirklich auch umgesetzt wird. Das warten wir mal ab, dann diskutieren wir noch weiter. Jetzt FDP im Parlament, und jetzt kommen wir nämlich zur Gegenwart, ist, was sind denn Ihre Schwerpunkte der politischen Arbeit? Sie sitzen neben der AfD, glaube ich, oder noch nicht. Jedenfalls wollen Sie da nicht sitzen, ist auch egal, wo Sie sitzen. Sie sind jedenfalls im Parlament, Sie haben Ihr Wahlziel erreicht. Was ist denn jetzt neben Tegel, was sind die politischen Ziele, die Sie jetzt als FDP wiedergewählt, Sie waren die letzten 5 Jahre nicht dabei, umsetzen wollen, umsetzen müssen? Wir haben ja einen Wahlkampf gemacht und sind auch damit angetreten, zu sagen, uns geht es um die funktionierende Stadt. Wir wollen also all die Themen, die notwendig sind, damit diese Stadt wieder funktioniert, in Bewegung kommt, in den Mittelpunkt des Berliner Abgeordnetenhauses rücken. Fangen wir mal damit an und sagen, es ist ja kein hinnehmbarer Zustand, dass wir in den Berliner Bürgerämtern immer noch darauf warten, bis zu 3 Monate darauf warten, einen Termin zu bekommen. Da werden wir viele Initiativen in Gang setzen, um das zu beschleunigen, im Sinne auch der Digitalisierung. Allein wenn Sie das Meldewesen einmal digitalisieren würden in Berlin, dann könnten Sie bis zu 200.000 Vorgänge aus dem System nehmen. Das heißt, wir haben 50.000 Neuberliner, die jedes Jahr dazukommen. 150.000 ziehen in unserer Stadt jedes Jahr um. Das sind 200.000 Meldevorgänge. Und wenn Sie die so digitalisieren würden, so wie Sie heute Online-Banking machen, dann wäre das eine Riesenchance, für Entlastung zu sorgen. Also wir machen nicht eine reine FDP-Sache, könnte auch SPD und CDU machen. Das wird der rot-rot-grüne Senat, der da jetzt kommt, mit ziemlicher Sicherheit. Das wird er eben nicht machen, weil rot-rot-grün ist die größte Innovationsbremse für Berlin. Das sagen Sie. Die es nur geben kann. Halten Sie dagegen. Soll er erstmal belegen. Ja, das ist so. Also wenn man sich Rot-Rot anschaut, was ja in Berlin auch schon mal die Stadt strukturell kaputt gewirtschaftet hat. Und jetzt noch eine weitere linke Kraft dazukommt. Umso besser. Wird es doch nicht dazu führen, dass wir ein Investitionsklima in dieser Stadt bekommen? Es wird nicht dazu führen, dass wir in dieser Stadt Innovation mehr erhalten. Wir haben gerade eine, sondern es wird dazu führen, dass in dieser Stadt wieder kleinteilig verwaltet wird. Ach. Und deshalb braucht es die Freien Demokraten im Parlament. Da sind wir und da werden wir genau dagegen setzen und für Innovation sorgen, für mutige Ansätze sorgen und wir werden dem immer etwas entgegenzusetzen haben, ganz im Sinne des nächsten Berlins. Wenn aber Rot-Rot-Grün, damit diese Stadt funktioniert. Herr Scheier, wenn aber Rot-Rot-Grün genau das macht, und ich gehe davon, wie der Kollege Asmuth auch davon aus, das glaube ich auf der Hand, dass die das machen. Also, das halte ich also auch sind nicht ja so ganz für, neue Töne von Ihnen, so kenne ich Sie ja gar nicht. Na, weil dass ich das Sie davon ausgehen, sehe, dass Rot-Rot-Grün innovativ sein kann. Wir wollen so simple Dinge wie die Erneuerung der Verwaltung nicht mit irgendwelchen Etiketten überlagern. Das ist doch etwas, was alle ärgert. Also allein die Diskussion hinter den Kulissen aktuell, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Die Diskussion hinter den Kulissen, die Grunderwerbsteuer von 6% auf 8% zu erhöhen. Die Diskussion hinter den Kulissen, das Gymnasium schleichend ausbluten zu lassen und diese Schulform nicht mehr stärken zu wollen. Die Diskussion hinter den Kulissen, eine Ausbildungsplatzabgabe im Sinne einer Quote auf den Weg zu bringen und die Unternehmen dazu zu bringen. Ist das innovativ? Bleiben wir mal bei der Schule. Ist das nächste Berlin? Bleiben wir mal bei der Schule. FDP war immer als liberale Partei für die Bildungspolitik. Gehe ich voll mit. Das ist ein Punkt, wo ich sage, da ist ein Stück Hoffnung, auch bei mir, dass die FDP, zwar in der Opposition, dafür sorgt, dass die Schulen in Berlin wieder moderner werden. Vor allen Dingen erstmal sauberer werden. Ja? Klar. Und wenn sie das schaffen und dann noch in Berlin ein Bildungsideal wiederherstellen, wie es früher ja berühmt war für die Liberalen, für die FDP, dann haben sie bei mir zumindest gewonnen. Ob die Computer da stehen oder nicht, da sage ich, das ganz machen im Sinne sowieso von Humboldt. Ne?
Ja, wie auch immer. War der Mitglied der FDP? Nein. Die Frage ist ja nur, von welchem Bildungsideal reden Sie? Also schöne Schulen, gut ausgestattete Schulen, gute Lehrer, genug Lehrer und so weiter. Ja, da sind wir uns ja irgendwie alle einig, das brauchen Sie. Aber dieses an die Wand malen, das Gymnasium wird irgendwie abgeschafft und so weiter. Also erstens, es wird garantiert nicht abgeschafft. Es wird aber auch nicht gestärkt, weil es damit sich niemand strukturell ausgedünnt. Natürlich, es muss auch überhaupt nicht gestärkt werden, weil das Gymnasium ist irgendwie da und ist irgendwie gut aufgestellt. Was gestärkt werden muss, ist tatsächlich der Mitnahmeeffekt für alle Schüler, die auf diese Gymnasialstufe eben nicht kommen. Dass wir da irgendwie schaffen, die Leute irgendwie mitzunehmen, weil das sind die echten Problemfälle, die ansonsten irgendwann auf der Straße sitzen, keine Ausbildung haben und für diese Stadt hier richtige Probleme machen. Da müssen wir besser hingucken, da müssen wir eine Ausbildung sorgen. Wir müssen auch die Grundlagen in den Grundschulen stärken. Wir müssen doch wieder dazu hinkommen, dass Rechnen, Schreiben und Lesen gescheit ist. Das ist ja kein Widerspruch. Nur dann werden Sie tatsächlich auch ausbildungsfähige Schulabgänger haben, die in der Lage sind, eine gute Ausbildung zu machen und machen wollen. Aber da brauchen Sie keine Quote. Aber dieses an die Wand malen, dass das Gymnasium runtergefahren oder ausgedünnt wird und so weiter, damit schüren Sie Ängste von bürgerlichen Mittel- bis Oberschichten und so weiter, die irgendwie Angst haben, dass ihre Kinder mit den bösen Nachbarkindern von nebenan in eine Schule gehen müssen. Das ist so ein ausgemachter Quatsch. Und ich kenne diese Ängste. In der Tat. Ja, und ich freue mich, dass Ihre Partei zumindest dies auf Ihr Programm geschrieben hat. Ja. Ja, wie Sie es jetzt umsetzen, bin ich gespannt. Und darauf hätte ich gerne mal eine konkrete Antwort. Und ich verstehe auch den Eifer meines Kollegen, Herrn Asmund. Ich sagte ja, wir sind uns meistens nicht einig. Auf Ihre Antwort warten wir nach der Pause und auf Ihre Bemerkung auch. Wir sind ja ein Privatsender, müssen ein bisschen Geld verdienen, auch wenn es um die Schule geht. Machen wir jetzt eine kleine Pause, auch für uns eine kleine Denkpause. Wir sind dann wieder da mit Sebastian Tschaja, Fraktionschef der FDP im Abgeordnetenhaus, wieder drin. Und Tegel haben wir besprochen und werden das nach der Pause nicht nochmal erwähnen. Ich glaube, darüber reden wir erst wieder, wenn der Volksentscheid ansteht. Aber über die Schule reden wir, über die Investitionen. Bis gleich.